die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 274. Episode. Ich habe gelogen. Ich habe schon zweimal gelogen. Ich habe behauptet, dass ich mich beim nächsten Mal wieder brav vor den PC setzen werde und gut vorbereitet eine neue Episode aufnehmen werde. Was ich, wie ihr unschwer hören könnt, nicht getan habe. Denn im Hintergrund hört ihr vielleicht ein bisschen Vogelgezwitscher. Waldrauschen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch, wenn ich mich jetzt umdrehe, gleich Gegenwind, weil hier geht leider ein leichter Wind. Ja, wir sind im Kempter Wald unterwegs. Wir waren heute Vormittag auf ein Geocaching-Event und zwar auf einem Frühstücksevent. Da haben wir wunderbar gefrühstückt. Es gab Frühstücksbuffet für 14,95, glaube ich, inklusive Heißgetränke und Orangensaft, Multivitaminsaft und sowas. War sehr lecker. Das war im Ratscafé in Kempten. Dort hat schon mal ein Geocaching-Event stattgefunden. Und als wir hörten, dass es jetzt auch dort wieder stattfindet, haben wir dann gesagt, ja, natürlich mit uns. Wir waren dann kurz nach 12 fertig und haben dann beschlossen, bei dem herrlichen Wetter noch ein bisschen spazieren zu gehen, Geocachen zu gehen. Und da bietet sich ja eine von mehreren Waldrunden an, die hier im Kempter Wald gelegt wurden. Ich habe euch das schon mal erzählt. Das sind mehrere Mystery-Runden, die ich mal letztes Jahr gelöst habe und die wir jetzt eine nach dem anderen einsammeln. Ja, heute will ich ein bisschen Technik-Krams erzählen. Da ich nicht am PC sitze, möchte ich mich gleich vorab entschuldigen, dass ich mir nicht die Einzelheiten notiert habe. Es geht heute um ein Faxgerät, dass meine Mutti sucht, um ein Telefon-Rückwärtssuche-CD, die ebenfalls meine Mutti sucht, und um ein Abblendlicht von meinem Auto. Fangen wir mal mit dem Fax an. Meine Mutti hat zu Hause ein Faxgerät, das hat sie 2011 erst gekauft. Das hat uns gewundert, denn so von der ganzen Haptik und vom Aussehen und vom Verbrauchtsein wirkt es eigentlich schon älter. Aber tatsächlich 2011 hat sie das irgendwann mal im Elektrogeschäft gekauft, Elektromarkt. Und dieses Faxgerät hat auch zwei schnurlose Telefonhörer und einen Anrufbeantworter. Und jetzt ist es so, wenn ich mit ihr telefoniere und sie nicht mit dem Schnurlostelefon direkt vor der Basisstation steht, ist sie kaum noch zu verstehen. Also nur noch abgehackt. Bruchstückhaft und absolut unbrauchbar. Also es geht gar nicht. Können wir das Telefonieren vergessen, wenn sie nur ein paar Schritte weggeht. Jetzt braucht sie neue Telefone. Sie hat dann zwischendrin mal Akkus ausgewechselt, was natürlich nichts genutzt hat. Und jetzt hat sie gesagt, sie braucht neue Telefone. Was sie dann natürlich haben möchte. Sie möchte natürlich wieder ein Faxgerät, sie möchte wieder einen Anrufbeantworter und sie möchte wieder zwei schnurlose Hörer. An den schnurlosen Hörern mit Anrufbeantworter soll es nicht scheitern. Das gibt es natürlich zuhauf und stellt auch kein Problem dar. Aber die Faxgeräte ist so eine Sache. Es gibt nicht mehr allzu viele. Mediamarkt zum Beispiel bei uns hier in Kempten hat keine Faxgeräte mehr. Wir waren dort, ich habe gefragt, haben Sie noch Faxgeräte? Ja, schon, aber nur noch im Drucker. In Kombination mit einem Drucker, bin ich dahin und habe dann festgestellt, ja, aber da braucht man WLAN. Und das ist die Krux an der Sache. Meine Mutter hat kein Internet, meine Mutter hat kein WLAN. Wir brauchen also ein Gerät, was wirklich nur über eine Telefonleitung und möglichst auch über eine Telefonnummer geht. Denn eine zweite Telefonnummer, wie es früher üblich war, möchte meine Mutter sich nicht leisten. Sie möchte also keine doppelte Gebühr für zwei Nummern bezahlen. Ich glaube, diese Kombination mit zwei Nummern gibt es auch gar nicht mehr. Ich glaube, heutzutage mit dem ganzen Voice-over-IP-Kram und so kriegt man sowieso immer drei Nummern dazu. Aber ich möchte es nicht beschreien. Ich kenne mich da eben zu wenig aus.
Das war dann auch die Sache, wieso ich gesagt habe, hör zu, geh einfach mal los, erkundige dich mal, geh doch einfach mal in ein Bürofachgeschäft und frag mal, ob die noch Faxgeräte haben und wenn ja, wie man das anschließen kann. Und dann ist er losgegangen und dann hat man ihr gesagt, ja, es gibt schon noch Geräte, sei alles kein Problem, aber sie müsste dann halt den und den Telefonanschluss haben. Danach ist sie dann zur Telekom gelaufen, in den Telekom-Laden. Der Mann dort war anscheinend nicht sehr motiviert, hat sie da nicht sehr fachmännisch beraten, hatte auch so gar keine Lust, mal im PC reinzugucken und sich da die Arbeit zu machen. Naja, der hat ihr jedenfalls irgendwas von Router und Voice-over-IP und Connected was weiß ich Vertrag und was weiß ich für ein Kram erzählt. Und rausgekommen ist jetzt Folgendes. Ich kann ihr dabei nicht helfen, ich kenne mich dazu wenig aus. Die Fachleute können ihr da nicht helfen, die haben keinen Bock. Und jetzt wird alles darauf hinauslaufen, dass mein armer Herz allerliebster sich da mal mit beschäftigt, sich da reinarbeitet und ihr dann beiseite steht. Und das ist ein bisschen das Problem. Wir sind da natürlich auch nicht mehr so drin. Wir haben ja alles am Laufen, es läuft gut. Wir haben uns da mit Internet und allem da wunderbar arrangiert. Fax brauchen wir sowieso nicht mehr, wir machen alles per E-Mail. Und jetzt müssen wir uns da in so eine alte Technik und in so einen alten Kram reinarbeiten, beziehungsweise eher, und das irgendwie auf der Reihe kriegen. Und allen Widrigkeiten, die meine Mutter da ablehnt, von wegen mehr Geld ausgeben, das geht gar nicht, weil sie ist ein völliger Geizhals, also da mal irgendwie ein paar Euro investieren und irgendwas installieren und so, das macht sie nicht. Ich habe ihr jetzt auch schon gesagt, dass der Router vermutlich auch was kosten wird. Es ist für sie wieder eine Welt zusammengebrochen. Also es wird schwierig, es wird kompliziert. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wichtig ist ihr, wie gesagt, sie will unbedingt ein Fax. Das ist für sie überlebensnotwendig. Sie findet komischerweise auch immer wieder jemanden, dem sie Fax schicken kann. Also ihre Bank hat noch ein Fax. Ihr Hausverwalter, der hat nur noch wegen ihr ein Fax. Und die Versicherung hat auch noch einen Fax und den möchte sie eben im Bedarfsfall auch faxen können. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum schaffen wir ihr kein Internet an? Es ist kompliziert. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Meine Mama neigt dazu, dann gleich anzurufen und zu sagen, das Internet ist kaputt, wenn sie irgendeine Seite nicht aufgerufen kriegt oder ja, wenn sich irgendwas auf dem Rechner verschiebt. Sie hat also uns auch schon mal hinzitiert, weil sie gesagt hat, da sei eine Zeile bei Word verschwunden und sie hätte die nicht gelöscht und die müsste noch da sein. Und dann bin ich hingekommen und habe einfach nach oben gescrollt und dann waren da die Zeilen, die sie gesucht hat. Also ist alles ein bisschen unbeholfen und ganz ehrlich, das möchten wir uns nicht antun, ihr das Internet zu geben, weil ich glaube, die würde auf jeden Link klicken, den sie von Natalia aus Russland bekommt. Und das hätte fatale Folgen, das möchten wir also vermeiden. Bleiben wir gleich beim PC. Meine Mutti liebt die Rückwärtssuche von Telefonnummern. Wenn sie also einen Anruf bekommt mit einer Telefonnummer, die sie nicht kennt, dann möchte sie sich an den PC hinsetzen, die Nummer eingeben und dann erfahren, wer sie da angerufen hat. Das ging auch bis jetzt immer ganz gut. Wir haben ihr dann eine CD gekauft. Inzwischen ist das auf DVD erhältlich. Die haben wir ihr ins DVD-Laufwerk geschoben und dann hat sie darauf zurückgegriffen mit der Verlinkung auf ihren Schreibtisch und hat dann die Nummer eingegeben und hat herausgefunden, wer das war, der sie da angerufen hat. Diese CDs, DVDs, gibt es kaum noch, da man natürlich alles übers Internet viel einfacher finden kann. Ich habe aber noch eine gefunden und zwar von Clicktel heißt die Firma, glaube ich. Oh, das Problem da ist aber, die läuft nur auf einer Version ab Windows 7. Und meine Mutter hat meinen alten Rechner. Da gibt es zwar noch ein DVD-Laufwerk, das ist ja schon mal von Vorteil. Oder schon ein DVD-Laufwerk. Aber der hat noch Windows XP. Sprich, die DVDs können wir uns jetzt auch in die Haare schmieren. Und als meine Mutter dann auch noch gehört hat, dass das gute Ding 19,99 € kostet, statt 4,95 €, wie sie sonst immer bezahlt hat, war es bei ihr sowieso ganz aus. Okay, ich würde ihr das jetzt auch zum Muttertag schenken oder zu Ostern oder sonst was, damit sie Ruhe gibt. Aber nützt ja alles nichts, sie hat ja das falsche Betriebssystem drauf.
Ja, das ist das zweite Problem. Da muss sie sich jetzt wohl von dem Gedanken verabschieden, dass das noch geht. So, jetzt muss ich ein bisschen schützen euch hier von dem Wind. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Oh, und dann müssen wir irgendwie die Baustelle mit diesem verdammten Fax lösen. Und das ist das, was uns in den nächsten Wochen vermutlich beschäftigen wird. Sie sagt zwar immer, oh, das ist nicht eilig und passt alles, aber jeden Abend, wenn ich mit ihr telefoniere, jammert sie und erzählt wieder, was sie wieder unternommen hat, um das Problem zu lösen. Und dann aber nicht klar kam, weil man ihr, wie gesagt, solche Sachen wie Router und Voice-over-IP und was weiß ich für Wörter um den Kopf geknallt hat. Ja, gut. Nochmal Technikkrams. Teil 3. Ich bin demnächst von der Arbeit nach Hause gefahren, fuhr vom Betriebsparkplatz herunter und dann macht es plötzlich Pling. Und dann zeigte es mir auf meinem Display an, Abblendlicht vorne links defekt. Das Schöne ist, dass meine Werkstatt oder eine meiner Werkstätten, also VW-Werkstätten, direkt neben dem Geschäft liegt. Ich brauchte eigentlich nur gleich wieder 100 Meter später auf den Betriebsparkplatz der Werkstatt fahren. Oh, an den Desk da zu gehen, an den Kundendesk und zu sagen, was ich für ein Problem habe. Und dann hat man mir schon gesagt, fahren Sie mal gleich hier rein in die Werkstatthalle. Es kommt gleich jemand und wechselt aus. Kam da so ein Lehrling, hat die Slämmchen ausgewechselt. Ich habe dafür 21,45 bezahlt. Und dann war die Sache gegessen. Jetzt sagt ihr euch natürlich vielleicht, warum bist du nicht zu irgendeinem Autoteile-Zubehörgeschäft gefahren, hast dort ein Lämpchen besorgt und hast das selber reingeschraubt. Weil ich das immer ganz gerne meinen Herz allerliebsten machen lasse. Männerarbeit sozusagen. Und weil der ganz viel zu tun hat und Stress hat. Und ihr kennt ja seine Vorgeschichte. Also ich möchte ihn so wenig wie möglich stressen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, rutsch mein Buckel runter. Ich lasse das bei denen machen. Zahle da vielleicht 8, 9, 10, 11 Euro mehr. Hab aber dann kein Händel damit, muss mein Herz allerliebsten nicht auf den Zeiger gehen und die Sache ist erledigt. Und das war's auch. In einer Viertelstunde war ich wieder vom Hof runter und das Ding lief wieder und war wieder alles in Ordnung. Aber das sind halt die kleinen Krankheiten, die im Frühjahr immer auftauchen. Ich finde das ganz toll, dass das jetzt durch die Bordcomputer einfach gemacht wird, dass da gleich auch die Meldung angezeigt wird, was das Problem ist. Sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gemerkt oder, naja doch, ich glaube schon. Sobald ich in die Garage reinfahre, merke ich ja, wenn da ein Licht nicht geht. Das sollte schon gehen. Hinten ist es eher ein Problem. Das wäre eher Zufall, wenn das jemand sieht, wenn hinten Licht nicht geht. Und deswegen bin ich eigentlich ganz begeistert von der Technik, dass das Fahrzeug selber einem sagt, wo es gerade hakt und dass man das dann sofort merkt und beheben kann. Ja, das soll es von hier gewesen sein. Ich überlege gerade, ich hatte noch mal etwas notiert. Wenn ich jetzt das Handy rausnehme, dann muss ich mich mal umdrehen, damit der Wind nicht so reinweht. Und nochmal drauf schauen. 13 Minuten ist ein bisschen wenig um euch hier. Ich habe aber auch wieder schnell gesprochen. Ah, genau. Wisst ihr, wer Evelyn Bodecki, Chris Töpperwien ist? Und den dritten Namen habe ich mir nicht notiert. Wisst ihr zufällig, wer das ist? Ihr sicherlich schon, ich nicht. Ich fühle mich abgehängt. Ich fühle mich alt und abgehängt. Gerade eben jammere ich noch über meine Mama, die abgehängt wird von der Technik und ich selber fühle mich eigentlich auch abgehängt. Liebe Leute, wenn ich den Fernseher einschalte, so jetzt liegt hier ein Baum mitten im Weg, wie komme ich jetzt da drüber? Da. Moment, ich bin gleich wieder da. So, jetzt noch über den zweiten auch noch drüber. Oh, das ist übrigens noch Schnee, was unter meinen Schuhen knirscht. Hier liegt nämlich im Kempterwald noch Schnee und zwei Bäume liegen quer über mich. So, so hier. Schnee, 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 Schnee und das mit den Turnschuhen. Ja, ich fühle mich abgehängt. Ich mache den Fernseher an und kenne die Leute nicht mehr. Wie ich gerade davor vorgelesen habe, Bodecki und Gänsefleischwein. Ich kenne die Leute nicht mehr. Da kommen irgendwelche angeblich
super prominenten Menschen, die da in die Kamera strahlen, sich irgendwie operiert lassen haben, aussehen wie so ein aufgeblasener Luftballon. Super wichtige Menschen und ich kenne die nicht mehr. Und wenn ich danach google, dann ist das irgendwie ein Multimillionär, ein Produzent, Filmproduzent, ein Weltstar, ein Schönheitsmodel, das irgendwelche Preise gewonnen hat. Und ich sitze nur da und denke mir, what? Wer sind diese Menschen? Ich komme nicht mehr mit. Ich komme echt nicht mehr mit. Ich habe Angst gehabt vor diesem Moment, wo ich wirklich so richtig alt bin und wo ich nicht mehr weiß, wovon die Jugend in Anführungszeichen spricht. Ja, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht und ob euch das schon passiert ist. Ich war erstmal ein bisschen geschockt und musste dann aber wirklich lachen und habe mir dann gedacht, eigentlich ist es mir doch scheißegal, wer das ist. Ist mir sowas von Wurst. Aber interessant ist es doch. Ja, Alter erreicht, wo man nicht mehr mitkommt. Ich hoffe, dass das mit der Technik nicht mal so sein wird, dass ich bis zum Ende meiner Tage mit irgendwelchen Handysachen und Desksachen zurechtkomme und mein Essen zukünftig über Lebensmittel-Apps bestellen kann und nicht irgendwann mal an dem Punkt bin, wo ich die Technik nicht mehr beherrsche und mir nicht mehr mein Essen bestellen kann, beziehungsweise überhaupt noch irgendwie, weil es irgendwann keine Supermärkte mehr gibt, sondern nur noch Lieferservice. Und ich dann zu Hause verhungern muss, weil ich die Technik nicht mehr beherrsche. Es ist so traurig. Also der Blick in die Zukunft ist wirklich wahnsinnig traurig. Ich bin gespannt, wo wir in 30 Jahren sind. Wenn man mal zurückblickt auf die letzten 30 Jahre und denkt, dass das auf mindestens der gleichen Geschwindigkeit in die nächsten 30 Jahre vorangeht, wenn nicht sogar proportional schneller. Oje, 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 oje. So, jetzt bin ich natürlich eine Spinnwebe gelaufen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß hier mit meinem Gelabere und dass der Wind nicht zu sehr gestört hat. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich mache keine Versprechungen, weil ich wirklich nicht weiß, wie es nächste Woche aussieht mit einer Aufnahme. Gib mir mal Feedback, sagt mal, ob das so jetzt schlimm war oder nicht. Und ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Macht es gut, Servus und bleibt gesund.